Grüß Gott und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie diese Themen. Festakt in Fischen. Emilia Müller eröffnet die Europawoche 2012. Effizienz im bayerischen Gesundheitswesen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft sieht dringenden Handlungsbedarf. Und eine Welt voller Fabelwesen und Fantasie. 14-jährige Allgäuerin veröffentlicht ihren ersten Roman. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Nur 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 9. Mai 1950, wurde mit der Schumann-Erklärung der Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt. Nun, über 60 Jahre nach dieser Grundsteinlegung, ist aus der Vision EU Realität geworden, mit offenen Grenzen, einer Gemeinschaftswährung und einem gemeinsamen Parlament. Doch die europäische Idee steckt auch in der Krise und so gibt es genügend Diskussionsstoff für die Europawoche 2012, die alljährlich über die europäische Idee informieren will. Gestern nun wurde die Bayerische Europawoche eröffnet, und zwar in Fischen im Allgäu. David Jo und Lisa Schwarz berichten. Das Oberallgäu steht seit gestern ganz im Zeichen Europas. Mit der Eröffnung der Bayerischen Europawoche 2012 im Kurhaus in Fischen fiel der Startschuss für eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die auf das Thema Europa aufmerksam machen sollen und die in ganz Bayern stattfinden. Feierlich eröffnet wurde die Europawoche 2012 gestern von der bayerischen Europaministerin Emilia Müller, die auch daran erinnerte, dass die europäische Idee seit der Schumann-Erklärung vor über 60 Jahren weit gediehen ist. Wir sind ein großes Stück weitergekommen. Wir haben jetzt einen Verbund an Staaten, 27 Staaten haben sich jetzt zusammengeschlossen. Jetzt kommt noch Kroatien dazu, dann sind es 28 Staaten. Und ich bin der Auffassung, dass wir die Vielfalt in der Einheit brauchen, wo wir die Nationalstaaten haben, wo wir unsere Regionen haben, das Europa der Regionen auch stärken in diesem geeinten Europa. Dann kommen wir auch einen Schritt weiter, dann haben wir auch die Zustimmung der Bevölkerung und die brauchen wir und dazu ist diese Europawoche auch da. Diskussionsstoff zum Thema Europa gibt es derzeit genug. Griechenland-Krise, EU-Erweiterung, Agrarreform 2013 oder zuletzt die Arbeitszeitrichtlinie. Es gibt genügend Kritik aus der Bevölkerung. Und trotzdem, Europa braucht die EU, auch um in einer globalisierten Welt mitspielen zu können. Davon ist Müller überzeugt. Wir brauchen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Europäischen Union, auch im Globalisierungsprozess, damit wir uns behaupten können gegenüber unseren Kontrahenten aus den USA zum Beispiel, dem asiatischen Raum, aber natürlich auch Lateinamerika ist stark im Kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Europa haben, das uns für die Wirtschaft auch die Wettbewerbsfähigkeit gibt. Laut Müller sei die EU sogar die genialste Idee der Nachkriegsgeschichte. Dennoch aber ein paar negative Stimmen muss sich die EU gefallen lassen. Das sieht auch die ehemalige Europaabgeordnete so. Manche Menschen können zum Beispiel die Gesetzgebung oder Entscheidungsprozesse in Europa nicht nachvollziehen. Für die meisten ist Europa so weit entfernt. Und darum sagen wir auch ganz klar, dass es wichtig ist, Europa zu vermitteln, auf der einen Seite, zum anderen aber auch Europa verständlich zu vermitteln und den Menschen das auch jeden Tag näher zu bringen. Und genau das ist eben die Aufgabe der Europawoche. Momentan vermutlich sogar mehr denn je, denn die Stimmung in Sachen gemeinsames Europa ist eingetrübt. Seit ein paar Jahren wird immer häufiger von einem demografischen Wandel der Gesellschaft gesprochen. Das heißt, dass die Bevölkerung immer älter wird und der Nachwuchs fehlt. Und das hat Konsequenzen, zum Beispiel auf die Gesundheitsstruktur der einzelnen Bundesländer, für die es immer schwieriger wird, eine optimale Versorgung im Alter zu gewährleisten. So müsste laut der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft das jetzige Gesundheitssystem in Bayern modernisiert werden. Diese Ideen wurden gestern bei der Offensive der Bayerischen Gesundheitswirtschaft in Bad Wörishofen präsentiert. Lea Binzer und Martin Hock berichten. Die Effizienz im bayerischen Gesundheitswesen zu steigern, das ist das wesentliche Ziel der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, kurz VBW.
Um das zu ermöglichen, müssten die Leistungsfähigkeit und die Potenziale des Gesundheitssektors gefördert werden. Das Stichwort hierbei lautet Vernetzung. Vernetzung der Bereiche Medizin, Technologie, Gesundheit und Tourismus. Es wird einen Baustein haben, bei dem es nachhaltig darum gehen wird, dass wir noch mehr auf internationalen Märkten präsent sind, einmal um Patienten für Bayern zu werben. Es wird beinhalten, dass wir Medizintechnik noch mehr in die Welt vermarkten. Es wird beinhalten, dass wir aber auch entsprechende Nachwuchssicherungsmaßnahmen treffen, damit Gesundheitsleistungen in Bayern durch einen nachhaltigen Fachkräftepool unterstützt werden kann. Es wird beinhalten, dass wir Forschung und Innovation in diesen Bereichen erweitert und dass wir insgesamt der Gesundheitswirtschaft in unserer Gesellschaft den entsprechenden Stellenwert geben. Nur so könnten die Wachstumschancen der Branche bestens genutzt werden. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei das Beispiel der Initiative Gesundes Bayern, die bayerische Kurorte und Heilbäder miteinander vernetzt, wie Bad Wörishofen. Ja, Bad Wörishofen hat ja den Anspruch, die Gesundheitsstadt zu sein. Wir sind ja das Kneippheilbad mit über 800.000 Übernachtungen. Und wir suchen natürlich genauso Partner aus der Gesundheitswirtschaft, die Produkte herstellen, die die Philosophie mit uns teilen. Und ich glaube, das ist der Antrieb zu sagen, ein Rundum-Paket sozusagen. Die Philosophie mit Produkten zusammen bringt auch einen neuen Marketing-Effekt. Und diesen Weg wollen wir gehen und wollen wir auch nach außen darstellen. Und gerade solche innovativen Projekte müssten gefördert werden. Sie würden einen wichtigen Grundstein bei der Leistungsverbesserung im bayerischen Gesundheitswesen stellen. Vernetzung lautet auch im Kleinen das Stichwort. Alleine die bayerischen Kurorte und Heilbäder stellen für ca. 100.000 Menschen den Arbeitsplatz und haben eine Wertschöpfung von 3,6 Milliarden Euro. Also da sehen Sie die Dimension, wo wirklich auch in der Zukunft Chancen sind. Aber wir müssen sie nutzen. Manchmal diskutieren wir so lange über Dinge, bevor wir sie umsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Ruck und Druck reinkommt in dieses Thema. Doch nicht nur die Vernetzung spiele eine wichtige Rolle, auch Neuerungen im Gesundheitswesen seien notwendig. So fordert die VBW wegen des demografischen Wandels eine Modernisierung der derzeitigen Systeme der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung. So soll eine optimale Versorgung im Alter gewährleistet sein. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. China und die Menschenrechte, ein Thema, das leider immer wieder international für Schlagzeilen sorgt. Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass jetzt eine chinesische Delegation den Landkreis Lindau besucht hat, um sich über das Thema Bürgerbeteiligung bei Großprojekten zu informieren. Den Austausch zwischen Landrat Elmar Stegmann und den Gästen aus China hatte die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit organisiert. Stegmann stellte beispielhaft die Erfahrungen des Bürgerforums aus dem letzten Jahr vor. Außerdem zeigte er Chancen auf, die sich aus der Energiewende ergeben. Der chinesischen Delegation gehörten auch hochrangige Vertreter der Rechtsabteilung der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission an. Sie entwirft Gesetze und arbeitet die politisch-juristischen Vorlagen für den Nationalen Parteitag im Herbst aus. Und in Kempten gibt es derweil Streit um 80 Zentimeter. Worum es dabei genau geht, erfahren Sie gleich in Kompakt. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Topsleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Marktoberdorf. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik.
effektiver heizen bei reduziertem Heizölverbrauch und weniger Schadstoffausstoß mit unserem Supersparheizöl mit Qualitätszertifikat von Kessler. Energie für das Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Einfach gut leben. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu in Bayern. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Die Meldungen vom 3. Mai 2012. Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr in der Memminger Innenstadt. Dort ist am Nachmittag in einer Apotheke eine Flüssigkeit ausgelaufen. Bis jetzt ist nicht klar, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt und ob eine Gesundheitsgefahr von ihr ausgeht. Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt. Außerdem sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Der Führungsstab der Stadt Memmingen wurde angerufen. Zur Verstärkung der rund 60 Einsatzkräfte sind der Gefahrtrupp der Polizei Krumbach sowie die analytische Taskforce der Berufsfeuerwehr München angefordert worden. Mehr zu dem Vorfall morgen bei uns in der Sendung. Erneute Diskussion um das am Haslacher Berg in Kempten geplante Möbelhaus XXX Lutz. Der Bauherr hatte beantragt, das Erdgeschoss und damit den gesamten Gebäudekomplex um 80 cm anzuheben. Die Räte lehnten das ab. Auch über die Gestaltung der Fassade gab es mal wieder Meinungsverschiedenheiten. Wie berichtet, plant das Unternehmen XXX Lutz am Haslacher Berg ein Möbelhaus. In einem Bürgerentscheid hatten die Kemptener Bürger 2007 dem Vorhaben grünes Licht gegeben. Bei einem Betriebsunfall in Untertingau ist gestern Nachmittag ein Malermeister schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war 3 Meter tief von einem Gerüst gestürzt. Er prallte mit seinem Brustkorb genau auf eine Stütze. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kemptener Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht keine. Eine vergessene Herdplatte hat gestern Mittag einen Wohnungsbrand in Sonthofen ausgelöst. Die 71-jährige Wohnungsinhaberin wurde dabei leicht verletzt. Sie hatte vermutlich vergessen, die Herdplatte auszuschalten, woraufhin sich Gegenstände in der Nähe entzündeten. Obwohl die 71-Jährige Rauchgase eingeatmet hatte, wollte sie sich nicht ärztlich behandeln lassen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Bauernhof statt Dschungelcamp. Mit diesem Motto hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner eine Imagekampagne für Urlaub auf dem Bauernhof gestartet. Mit der Werbung sollen neue Zielgruppen wie zum Beispiel Singles, gestresste Geschäftsleute und junge Paare angesprochen werden. Familien mit Kindern wissen den Urlaub auf dem Bauernhof schon längst zu schätzen. Jetzt sollen auch außerhalb der Ferienzeiten Urlauber angelockt werden. Für viele Landwirte sind die Urlauber eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle. Derzeit gibt es 5.500 Urlaubshöfe in Bayern. Die Zahl der Besucher steigt immer weiter an. Momentan liegt sie bei etwa 12,3 Millionen Menschen. Die IG Metall hat heute auch im Allgäu zu Warnstreiks aufgerufen. In Markt Oberdorf waren zum Beispiel etwa 500 Mitarbeiter des Schlepperherstellers Ecofend dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert 6,5% mehr Gehalt für die Beschäftigten und 65 Euro mehr für die Auszubildenden. Außerdem geht es um mehr Mitbestimmungsrechte bei der Leiharbeit. Ein Memminger hat bei der Ziehung der Lottozahlen gestern rund 45.600 Euro gewonnen. Beim Gewinnspiel Lotto 6 aus 49 erreichte der Mann die Gewinnklasse 3.
Das heißt, er tippte 5 richtige plus die Zusatzzahl. Neben dem Mann gewannen bundesweit 10 weitere die Gewinnklasse 3. Mit einem Einsatz von 16,75 Euro hatte der Memminger einen normalen Lottoschein mit 6 ausgefüllten Feldern und den beiden Zusatzspielen Super 6 und Spiel 77 abgegeben. Er wird in den nächsten Tagen von der staatlichen Lotterieverwaltung schriftlich über seinen Gewinn informiert. In Ungerhausen bei Memmingen entsteht durch die Alois Müller GmbH eine der ersten energieautarken Produktionshallen. Der Strom kommt über Photovoltaikanlagen ins Gebäude und wird über eine Wärmepumpe in Wärme und Kälte umgewandelt. Der Clou: Durch eine spezielle Anlage im Innern der Bodenplatte wird die überschüssige Energie gespeichert und kann so auch an bedeckten Tagen genutzt werden. Die 2800 Quadratmeter große Halle kommt daher ganz ohne zusätzliche Energie aus. Vor allem Auszubildende sollen hier später arbeiten. Wir haben in Memmingen ja einen Betrieb, der ist jetzt 10 Jahre alt, der platzt aus allen Nähten. Und die gesamte Vorfertigung, Heizungsanlagen, Kesselhäuser vorfertigen, ja, findet hier statt. Und in dem Bereich davor, da kommt die sogenannte Blechfertigung. Und da drüben kommt die Lehrwerkstatt und da sind die Sozialräume. Und auch für unsere, sage ich, Kundendienstleute, wo in Memmingen zu wenig Platz haben, die kriegen hier ihre neue Heimat. Für das einzigartige Pilotprojekt holte die auf Anlagenbau, Energie- und Gebäudetechnik spezialisierte Firma weitere regionale Partner ins Boot. Im Herbst 2012 soll die Halle in Betrieb genommen werden. Die B310 wird von Montag bis zum 25. Mai im Bereich nördlich des Unterjochs bis zur nördlichen Zufahrt von Jungholz gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen an der Mühlbachbrücke und der Asphaltdecke. Der Verkehr wird umgeleitet. Auch die Bundesstraße 300 wird am Montag zwischen Winterrieden und Babenhausen für 4 Tage gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Soweit die Meldungen des Tages. Jetzt gibt's den Wetterbericht für die kommenden Tage. In der Nacht wird es wolkig, aber trocken mit höchstens 12 Grad am Bodensee. Der Freitag startet wechselhaft mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Der Rest des Tages bleibt wolkig, ab und zu zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad. Zum Abend hin kühlt es dann auf 11 Grad ab. Am Samstag wird es besonders am Alpenrand regnerisch. Im restlichen Allgäu lässt sich die Sonne wenigstens ab und zu blicken. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad am Bodensee und 14 Grad im restlichen Allgäu. Der Sonntag wird ebenfalls regnerisch und trüb, nur ab und zu scheint mal die Sonne. Am kältesten wird es im Unterallgäu mit Werten um die 13 Grad. Der Montag wird freundlicher und überwiegend trocken, nur im Unterallgäu kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Die Höchstwerte erreichen 16 Grad. Vielleicht geht es Ihnen beim Lesen auch manchmal so. Das Buch mag gut sein, aber an manchen Stellen denkt man sich als Leser, ich hätte es ein wenig anders gemacht. Aber selbst wenn man dann versucht, seine Ideen zu Papier zu bringen und alles in eine packende Geschichte umzuformen, hört man meist ziemlich schnell wieder auf. Eine 14-Jährige aus Marktoberdorf aber hat's durchgezogen. Nina Marun hat vor kurzem ihren Roman Die Chroniken von Tydia, Weltenreiter, veröffentlicht. Der hat ziemlich eingeschlagen, sogar auf der Leipziger Buchmesse war sie damit schon. Von ihrem Erfolg beflügelt hat Nina noch einiges mehr vor. Dorothea Seifert und Jonas Strobel mit einem Porträt über die junge Autorin. Der Nebel umwebte die Bäume und die Stille verschluckte alle Geräusche bis auf das nahe Zirpen einer Grille. Ein dunkler Schatten tauchte im Schein des Mondes auf. Er schwebte direkt auf Valerius zu, segelte durch die Luft wie ein großer Vogel. Kim brauchte einen Moment, bis sie die Kreatur erkannte. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück. Es war ein Drache. Und der Drache gehört Valerius, eine der Hauptpersonen im Buch Die Chroniken von Tydia, Weltenreiter. Geschrieben hat sie es, Nina Marun aus Marktoberdorf, 14 Jahre jung. 380 Seiten voller feinster Fantasy. Protagonistin Kim kann mit ihrem Zuhur Schneefeuer, einem Fabelwesen,
zwischen der Realität und der Welt Tydia wandeln. Schon bald aber gerät sie in den spannungsgeladenen Streit der beiden Völker Tydias. Ninas Debütroman wartet mit einer packenden Atmosphäre auf. Das Buch Die Chroniken von Tydia muss sich vor bekannten Fantasy-Werken nicht verstecken. Die junge Autorin hat sich beim Schreiben viele Gedanken gemacht und das merkt man. Für mich ist es einfach wichtig, dass man das versteht. Und es darf nicht zu langwierig sein, es muss verständnisvoll sein, es muss logisch sein und es sollte in einer Geschwindigkeit und ablaufen, dass man immer noch mitkommt. Und so habe ich mir das eben eigentlich ganz eingerichtet. Das läuft mittlerweile schon so, dass ich da gar nicht mehr dran denken muss. Also ich denke, ich überlege mir was und das schreibe ich automatisch schon so auf und muss nicht mehr drüber nachdenken, wie hatte ich jetzt nochmal meine Struktur. Damit alles authentisch wirkt, hat Nina extra das Bogenschießen angefangen. Und auch ihre anderen Hobbys, Reiten und Taekwondo, sind in die Geschichte mit eingeflossen. Dass die ein Fantasy-Roman wird, war Nina dabei von Anfang an klar. Ich finde, es ist was Besonderes. Es ist was anderes. Und gerade für Leute, die viel Stress haben, ist es halt mal was Schönes, gänzlich von der Welt abschalten zu können. Weil gerade für mich war es halt öfters mal schön, einfach weg zu sein. Ich war zwar an meinem Computer, aber mit den Gedanken war ich ganz woanders. Und in Tydia zum Beispiel gibt es ja sowas wie Eisenbahn, Züge, Straßenbahn, Schulen, gibt's gar nicht. Und da muss man auch nicht dran denken und man kann sich einfach frei was ausdenken. Und niemand nimmt es einem übel, so gesehen, wenn man mal die Zeiten voll sagt oder wenn mal was nicht passt. Das ist einfach schön, die Freiheit zu haben. Die Fachwelt ist von Ninas Buch auch begeistert. Schnell hatte sich ein Verlag gefunden und auf einmal ging es auch noch zur Leipziger Buchmesse. Dort konnte sie den Roman vor großem Publikum präsentieren. Ich denke, bei jedem wünscht man sich sowas, aber damit gerechnet habe ich jetzt so gesehen nicht. Mit dem Verlag, dass das auch so schnell ging und dann mit der Buchmesse, das war natürlich noch die Krönung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, gar nicht. Auf jeden Fall werden wir von Nina noch mehr zu lesen bekommen. Denn die Chroniken von Tydia, Weltenreiter, ist nur der erste Teil der Trilogie. Wir dürfen also gespannt sein. Bestimmte Kreuzkrautarten breiten sich ja in den letzten Jahren immer häufiger aus. Bei Pferden und Rindern können sie Vergiftungen hervorrufen. Um dem Kraut Einhalt zu gebieten, erproben das Landesamt für Umwelt und die Landesanstalt für Landwirtschaft im Allgäu jetzt neue Methoden. Freiwillige stechen zum Beispiel Wasserkreuzkraut aus. Damit soll überprüft werden, ob eine mechanische Einzelpflanzenbekämpfung möglich ist. Außerdem wird eine Methode angewandt, die sich Ausdunkeln nennt. Für Nutztiere ungiftige Pflanzen sollen dabei das Kreuzkraut überwachsen, das besonders auf Licht angewiesen ist. Das Pilotprojekt zur Minimierung von Wasserkreuzkraut wird derzeit am Öschlesee und an der Iller getestet. Jetzt gebe ich noch mal kurz ab in die Werbung. Danach sind wir mit dem Veranstaltungskalender zurück. Wir kümmern uns auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht billiges noch billiger, sondern gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten, Immenstädter Straße. Küchentreff, wir bringen's auf den Punkt. Wonnemar, ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. 23 Stufen führen hinab zu einem ganz besonderen Ort. Die Erasmuskapelle unter dem Kemptener St. Mangplatz. Ihre Mauern erzählen eine spannende Geschichte, die auch Sie begeistern wird. Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoorsport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie.
Herzliche Gastlichkeit und eine urige Atmosphäre erwartet die Gäste in der Dampfbierbrauerei in Oberstdorf. Erleben und genießen Sie die hausgebrauten Bierspezialitäten, die regionale frische Küche und ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Lassen Sie sich in unserem Showroom inspirieren und finden Sie genau die Fliesen und Natursteine, die zu Ihrem Lebensgefühl passen. Erleben Sie unser umfassendes Leistungsspektrum und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung. Fliesenraffler Marmor in Markt Oberdorf. Einfach gut leben. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu in Bayern. Überall, wo es Zeitschriften gibt. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Nicht nur der Jazzfrühling erfüllt Kempten noch bis Sonntag mit Musik. Ab morgen sind auch zahlreiche Chöre in der Innenstadt zu hören. Grund ist das Jubiläumswochenende Schwaben singt zum 150-jährigen Bestehen des Chorverbands Bayerisch Schwaben. Der große Kinderchortag ist morgen. Nach der Eröffnung auf dem Rathausplatz um 9.30 Uhr singen die Kinder in der Fußgängerzone und im Rathaus. Am Samstag findet das Jubiläumswertungssingen mit 15 Chören aus ganz Bayerisch Schwaben statt. Außerdem gibt es in der Innenstadt Klangraum-Kurzkonzerte. Am Abend sind beim Festkonzert in der Big Box Glanzpunkte der Chormusik zu hören. Den Abschluss des Jubiläumswochenendes bildet der musikalische Festgottesdienst in der Basilika St. Lorenz am Sonntag um 10 Uhr mit Weihbischof Anton Losinger. Und was das Allgäu sonst noch zu bieten hat, sehen Sie jetzt in unserem Veranstaltungskalender. Das Osterzeller Amateurtheater präsentiert Der Sternsteinhof von Ludwig Anzengruber im Pfarrstadl in Osterzell. Erzählt wird die Geschichte von Leni, die davon träumt, Bäuerin auf dem Sternsteinhof zu werden. Sie erkennt dabei den wahren Unterschied zwischen den Mächtigen da oben und den Tagelöhnern da unten. Kartenreservierung unter 08345 925 43 00. Die Krokusse blühen in voller Pracht am Hündle in Oberstaufen. Wandern Sie auf den Bergwiesen am Hündle in den Frühling und erleben Sie ein einzigartiges Naturschauspiel. Nach wie vor sorgt es für Diskussionen das Tannachwäldchen in Sonthofen. Im Zug der Bundeswehrreform soll es einem Gewerbegebiet weichen. Den Sonthofern ist das gar nicht recht. Handelt es sich bei dem Tannachwäldchen doch um ein Naherholungsgebiet mitten im Stadtkern? Wie es weitergeht, darüber informiert heute Abend die Stadt. Wir sind mit einem Kamerateam dort und berichten morgen von der Bürgerinformation. Außerdem beschäftigen wir uns auch morgen mit der Europawoche. Diesmal sind die Schüler gefragt, sich im Rahmen eines Eurobarcamps auszutauschen. Welche Themen den Jugendlichen unter den Nägeln brennen, sehen Sie ebenfalls morgen bei uns. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Für Gott und auf Wiedersehen. Allgäu Strom, die heimatstarke Energie.